Yo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac und wir befinden uns in der Isaac-Woche. Das heißt, jetzt ist die gute WhoIM, was? Ja, Maggie ist dran, richtig. Und wir haben direkt den Goldraum vor uns. Mal gucken, was wir mit der guten Maggie so anstellen können. Und wir finden erstmal ein Damage-Up-Item. Wenn das mal nicht schon geil anfängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich glaube, die Dornkrone ist auch echt ein... Ja, ein nicht zu unterschätzendes Damage-Up-Item. Und da wir viele, viele Herzen ja haben allein schon. Guck mal, wir machen das Ding in zwei Treffern weg. Das ist schon echt gut, finde ich. Also, ich meine zumindest, dass das mit eines... Ja, die schon bei einem Mal. Das ist doch super. Was haben wir hier? Balls of Steel direkt nochmal dazu bekommen. Also, ich weiß nicht, wie es besser laufen soll. Natürlich, mega fites Finden in der ersten Etage ist auch nett. Aber es läuft schon echt ganz gut, würde ich mal behaupten. Und das macht doch Hoffnung auf mehr, würde ich sagen. Ja, wie geht's euch? Wir haben Dienstag. Ich habe lange, lange Schule hinter mir. Also, das war heute wieder Dienstag. Ist immer so ein Schultag, wo ich mir, wenn ich zu Hause bin, denke, boah. Ja, wir haben jetzt auch schon 5:30. Ihr habt bestimmt jetzt gemerkt, der Isaac-Part ist später hochgeladen als sonst. Ich habe es nicht früher geschafft, Leute. Ich bin nach Hause gekommen, habe jetzt was gegessen, ein bisschen was getrunken. Ne, weil ich hatte Sport, voll Durst gehabt, nicht so viel Wasser mitgehabt. Und ja, wenn du nicht lange Schule habt, dann geht halt nicht so viel. Also nicht so schnell mit den Parts und so. Aber ich hoffe mal, das ist in Ordnung für euch. Und ja, war Schule mal wieder Standard eigentlich. Nichts unglaublich Aufregendes, Bewegendes, was jetzt irgendwie mir den Tag unglaublich annehmbar gemacht hat. Und wir haben keine Bombe, das ist ärgerlich, finde ich. Ansonsten hätte man nämlich noch schöne mitnehmen können. Also war recht Standard die Schule eigentlich, wie immer. Wie war es bei euch? Wahrscheinlich auch, oder? Standard? Oder gab es irgendwas Interessantes? Habt ihr irgendwas Interessantes in der Schule gemacht? Wir haben heute in der Doppelstunde so wie 6. und 7. Stunde was ganz Tolles gemacht. Wir haben in der ersten Stunde so ein Dagomobil gesucht, mit dem man... Oh, ich spende mal 1 Cent. Und der gibt mir nichts. So ein Dagomobil gesucht, mit dem man... Aua. Ja, danke schön. Mit dem man Filme gucken kann, also da ist halt wie so ein PC, da kannst du auch mit ins Internet gehen und so weiter und so fort. Und ja, das haben wir nicht gefunden in unserer Etage. Und dann haben wir einen Fernseher genommen, der noch rumstand in dem Raum, aber der DVD-Player konnte die CD, die Dateien von dem Lehrer nicht abspielen. Sah auch irgendwie komisch aus, also ich glaube, er hat das irgendwo runtergeladen. Nicht ganz austreien, aber nur gut, verzeihen wir ihm das. Und ja, da mussten wir den Raum wechseln, da war dann dieses Dagomobil drin, dieser PC, mit, ne, mit dem man halt auch Filme gucken kann. Und ja, da war die erste Stunde weg, als wir dies getan hatten und dann haben wir uns Filme über den Bundestag und die Regierung angeguckt. Und nicht irgendwie, dass man jetzt sagen könnte, es sind spannende Filme, nein, es waren irgendwelche kleinen Erklärungsfilme für komplett Dumme, die noch nie irgendwas von, also die, ja, mir kam es so vor, als wenn man uns erklären wollte, was bedeutet denn überhaupt Politik oder was ist denn überhaupt eine Regierung? Ja, also das waren wirklich so Erklärungsfilme für Leute, die noch nicht mal wussten, dass wir einen Bundeskanzler haben oder eine Kanzlerin eben, ne? Also war nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Einige sind wirklich eingeschlafen. Mein Nachbar ist eingeschlafen, ja. Mein Nachbar ist eingeschlafen. Also war sehr aufregend heute in der Schule, muss ich sagen. Und ja, morgen schreibe ich Deutsch. Und dann habe ich die Klausuren fertig für dieses Jahr. Leute, dann sind sie finished. Dann habe ich sozusagen, naja, Ferien habe ich noch nicht, ne? Aber, naja, für mich sozusagen Ferien. Geht zwar aufs Abi zu, aber... Ja, ganz im Ernst, wir machen in Mathe jetzt Wahrscheinlichkeiten, das kommt nicht im Abi dran, also das kann man im Abi zwar wählen, aber wir werden, unser Lehrer im Abi, Mathe-Abi ist es ja so, dass der Lehrer die Aufgaben für die Schüler auswählt, da werden ja verschiedene vom Ministerium zur Verfügung gestellt und der Lehrer sucht dann welche aus, die von denen er halt der Meinung ist, dass die Schüler das können. Und ja, unser Lehrer sucht halt keine Wahrscheinlichkeitsaufgaben aus. Warum gehe ich nicht oben bitte schön in den Raum?
Such keine Wahrscheinlichkeitsaufgaben aus, da er gesagt hat, die sind einfach viel zu missverständlich gestellt. Da kommen dann wohl auch immer Leute von den Unis dann irgendwelche Professoren nach den Abi-Klausuren und erzählen einem dann immer, dass die gar nicht lösbar gewesen wären, diese Aufgaben, weil die halt von der Formulierung her so blöd waren. Da hat er gesagt, damit wollen wir uns gar nicht rumschlagen, das wählen wir einfach nicht aus. Aber wir wollen es ja trotzdem mal im Unterricht machen, denn als Gymnasialschüler müssen sie das ja mal gesehen haben. Ja, ob ich das jetzt gesehen habe oder nicht, okay, Wahrscheinlichkeit, Rechnung, die wir da machen, die haben wir eh schon mal irgendwann in der 10 oder so gemacht. Ah, naja. Okay, aber das heißt, das interessiert mich nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin, zumal Wahrscheinlichkeitsrechnung mein Hassthema ist. Ich komme auf alles kriege ich hin in Mathe, ne, aber Wahrscheinlichkeiten ist für mich persönlich wirklich der größte Dreck, wenn ich diese ich verliere ziemlich viel. Wenn ich schon den... Aua! Jetzt habe ich aber echt viel verloren. Wenn ich schon den Anfang dieser Aufgaben lese, ja? In einem Beutel befinden sich 8 Kugeln. 5 schwarze und 3 weiße Kugeln. Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht Hannes 5 weiße Kugeln hintereinander? Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht Hannes mindestens 2 blaue, mindestens 2 weiße, mindestens 2 blaue und 3 schwarze? Ey, da wirst du doch bekloppt irgendwann. Da hast du doch gar keinen Bock mehr. Ja, deswegen, ich hasse diese Aufgaben. Wenn ich diese Beutelaufgaben schon lese, dann wird mir schlecht. Ja. So, Maggie, was ist los? Wir haben ein scheiß Item gehabt hier gerade im Goldraum. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was war eigentlich nochmal hier für ein Item? Ich hab's. Ah, das, genau. Die Fleischkeule. Die Fleischkeule. Vielleicht kriegen wir hier ja mal Razor, weil ich glaube, jetzt würde. Razor? Heißt es Razor? Razor? Die. Ihr wisst schon da, die Rasierklinge. Razor heißt die, ne? Weil jetzt würde sich das sogar mal lohnen. Weil mit der Maggie haben wir ja relativ viele Herzen. Deswegen finde ich schon, das würde sich mit der Maggie sogar. Wow. Durchaus mal lohnen, die Rasierklinge mitzunehmen. Komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Yay. Die Gehirnköpfe, ey. Die nerven mich ja wirklich am meisten, ne? So, komm. Das nehmen wir auch mal mit jetzt. Mal ganz gut hier. Und. Warum denn kein Steel? Kevin. Warum hast du die Bombe jetzt verschwendet, Alter? Bah. Ja, ich glaube, in diesem Run sind wir wieder in dieser typischen, oder ich bin wieder in dieser typischen Form, dass ich einfach vergesse, dass ich so etwas wie, wie heißt es doch gleich, wie eine Leiter besitze. Das vergesse ich nämlich schon mal gerne, wenn ich da überhaupt nicht dran denke, und gerade habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ansonsten hätte ich ja wohl nicht den Stein weggesprengt. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob das anhalten wird, dass ich da nicht dran denke. Das kann nämlich durchaus schon mal passieren. So, toll, jetzt sind wir einmal, wir haben auch noch eine XL-Ebene. Dann hätte ich den Schlüssel nicht verschwenden, egal, wir haben ja noch einen bekommen gerade, sauber. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann hätte ich nämlich den Schlüssel lieber nicht verschwenden sollen. Das wäre nicht so gut gewesen. Aber okay, dadurch, dass wir noch einen haben, aua, das hat wehgetan. Dafür gibt's heiße Öhrchen, komm her. Ja, und noch einen Schlüssel, und diesmal mache ich den Fehler nicht. So, danke. Oh Gott, das sind doch immer so, ja, guck mal, und ja, und dann läuft er genau auf mich zu, weißt du? Das ist so lächerlich immer, ne? Und ich hätte einfach in die Mitte gehen können, das hätte mir auch mal jemand sagen können. Ich bin schon wieder Vollzeit-Brain-AFK hier, habe ich so im Gefühl. So. So, nice. Das haben wir schon mal ganz gut hinbekommen, das auch. So, komm her. Ja, geh weg. Geh weg. Spinnenmensch. Spider-Man. Komm. Ich werde dir zeigen, wo du lebst. Und da. Yay. Nice. Haben wir im Prinzip ein halbes Rüstungsherz mit gewonnen, wenn wir das hier oben mitnehmen, das rote. Bing. So, und jetzt müssen wir mal gucken, Leute. Jetzt würdet nehmen. Oh. Natürlich kommen wir da nicht dran, ne? Das ist wieder typisch. Aber wahrscheinlich wäre auch nur Blödsinn drin gewesen. Also wäre das auch gar nicht so toll gewesen, schätze ich mal. Weil. Ja, da habe ich ja auch selten mal Glück mit den Pillen. Es sei denn, man spielt Kane. Ich meine, mit dem. Ich glaube, der ist morgen dran, oder? Kane ist morgen dran und dann Judas. Und nachdem dann mein Lieblingscharakter dran war, kommt, glaube ich, nur noch Scheiße in der Isaac-Woche. Also von den Charakteren her jetzt. So, komm, ich bleib mal drin stehen. So.
Hat mich zwar ein paar Herzen gekostet jetzt, aber ey, ich hasse das einfach. So einen Raum hasse ich, weil man kann einfach, wenn man nicht fliegt, kann man nicht ausweichen. Und wenn, dann kann man eben nur voll schlecht ausweichen. Aber nun gut, auch das haben wir gemeistert. So, komm mal her. So, ich habe mal eine Frage an euch, Leute, muss ich mal sagen hier. Und zwar, wer von euch den letzten Mario Galaxy Part gesehen hat, wer ihn noch nicht gesehen hat, den spoiler ich eventuell jetzt ganz geringfügig. Ja, doch, das ist schon ein bisschen Spoiler. Ja, also, der sollte jetzt mal kurz nicht hinhören. Ah, zwei Bomben, du Sack. Wo sind die goldenen Räume hier? Nee, der Part ging ja ein bisschen länger. Das hatte den Grund, dass ich ihn länger gemacht habe, weil wir sehr lange nach einem Stern gesucht haben. Und jetzt ist die Frage, weil ich denke mir, klar, das ist natürlich langweilig, wenn ich da irgendwie Stunden nach einem Stern suche und den nicht ganz so schnell finde. Aber es passiert halt, weil wir eben die versteckten Sterne da gesucht haben, ne? Und das kann halt schon mal passieren, dass man ein bisschen braucht, bis man so einen versteckten Stern hat, ne? Der ist ja nicht umsonst versteckt. Und ja, ich habe eben ein bisschen gebraucht, um den zu finden. Und es hat sich recht hingezogen. War recht langwierig eben. Und jetzt frage ich mich halt, wie seht ihr das? Normalerweise bin ich jemand, der der Meinung ist, zu einem Let's Play gehört alles. Zu einem Let's Play gehören auch die Momente, in denen man länger braucht. Da gehört auch mal das Suchen zu. Da gehört auch mal das Suchen einen ganzen Part lang zu, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten guckt man sich ein Walkthrough an. Da ist alles ganz schön paletti. Guck mal, jetzt haben wir nur noch Scheiße. Nachdem der erste Goldraum so geil war, kommt nur noch Blödsinn. Ja, guckt man sich ein Walkthrough an, wenn man das wirklich komplett so schnell durchhaben will, sag ich mal, ne? Ja, jetzt nochmal die Frage an euch. Wie seht ihr das? Findet ihr, zu einem Let's Play gehört wirklich alles? Da gehört auch mal das Suchen zu? Oder sagt ihr, nee, pff, solltest du rausschneiden, wenn du da irgendwie mal 10 Minuten, also einen Part irgendwie an einer Stelle hängst? Also an einer Stelle was versuchen geht auf keinen Fall. Also das werde ich niemals rausschneiden, wenn ich an einer Stelle bin und was versuche. Ja, okay, das kommt drauf an. Also beim Zelda Adventure zum Beispiel, da habe ich sogar rausgeschnitten mit dem Wachen, weil das einfach so unglaublich fassbar, unfassbar dämlich war. Da habe ich ein bisschen was zusammengeschnitten. Also, ja, aber im Grunde finde ich, okay, Moment, wenn man etwas sucht, ich überlege gerade, ja, ich muss gerade mal überlegen, wenn eigentlich finde ich sogar, wenn man etwas sucht, dann könnte man das noch eher drin lassen, als wenn man etwas versucht. Oha, Wortspiel. Denn wenn ich jetzt bei Super Meat Boy 3 Millionen Stunden an der gleichen Stelle hänge und etwas versuche, ist das doch, glaube ich, wesentlich langweiliger, als wenn ich jetzt irgendeinen Stern zum Beispiel suche, dabei die Umgebung noch ein bisschen erkunde, ja, also noch mich ein bisschen umgucke und dann vielleicht noch auf andere Sachen stoße oder so, ein bisschen noch was entdecke, vielleicht passiert auch nochmal irgendwas, weiß ich nicht. Das wollte ich aber mal so zur Abstimmung geben, beziehungsweise mal an euch als Frage raushauen. Wie ist das für euch? Wie empfindet ihr das? Ja, meint ihr eher, das soll raus? Oder findet ihr, ja, das gehört zu einem Let's Play, das sollte schon irgendwo drin bleiben? Das wollte ich mal fragen und da mal so ein allgemeines Stimmungsbild vielleicht einholen. Ja, um mal zu gucken, ob ich das vielleicht eventuell dann auch mal anders mache. Wie gesagt, ich bin mir relativ unschlüssig. Eigentlich finde ich, es gehört alles irgendwo dazu, aber ja, ich weiß nicht, ich kann genauso die Leute verstehen, die sagen, es ist langweilig, 15 Minuten zu sehen oder 10 Minuten, wie einer irgendeine Stelle immer wieder oder irgendwas nicht findet und gar nicht vorankommt, ja. Kann ich auch verstehen. Mal gucken, ich wollte euch mal fragen, ihr könnt mir das hier mal in die Kommentare schreiben und dann, ja, gucken wir mal, was da so rauskommt. Und du gibst mir jetzt bitte was, ja. Oder auch nicht. Aber wenn ich die sprenge, dann habe ich eine höhere Chance auf den Satanraum. Deswegen springe ich dich. So, was haben wir hier? Ach du liebe Facke. Ach du Kacke. Ja, ja, das hier ist der allseits beliebte und allseits Ort bewährte Mister. Ich bin die Pestilenz. Ich bin doch voll die Pest, ja. Ich bin die Pestilenz. So, komm her. Du Pestilenz. Du Pestilenzender Penzer, du Pützelpenzer hier. Komm her. Ah. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp, Leute. So. Deine Fliegen können mir auch nichts anhaben. Ich werde dich jetzt in das Reich der ewigen Toten führen. Zum Styx, dem Unterweltsfluss. Kennt ihr ja vielleicht den Styx aus der griechischen Mythology. Komm her jetzt hier. Geh mal kaputt. Oh, 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 oh. Komm. Jetzt. Verzieht euch.
Nein. Boah. Like a boss. So, like a boss vielleicht nicht, aber like a Glück habe. Like a Gustav. Like a Gustav. Wisst ihr auch, warum like Gustav? Wegen Gustav Gans. Like Gustav. Weil Gustav Gans ist ja immer der, ne, vielleicht kennt er das ja von den Donald und Geschichten da, dass der Gustav Gans eben immer der ist, der geht in ein Restaurant essen und er ist halt der, der in ein Restaurant essen geht und der tausendste Besucher ist und deswegen alles bezahlt bekommt. Das ist Gustav Gans. Und Gustav Gans weicht auch sämtlichen Fallen von Dagobert aus, als er den ersten Taler für Gundula Gaukelei klauen wollte. Ich muss immer an Gundula Gause, Klaus Kleber und... Das ist so behindert, weil die heißt ja auch Gundula und der Vergleich Klaus Kleber und Gundula Gaukelei. Ne, Gaukelei heißt die doch in Donald, ne? Und Gauselei? Was laber ich da über? Was erzähle ich euch da überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Naja gut, ihr wisst auf jeden Fall die Gundula da, ne? Ja. Und deswegen, like Gustav ist, also ab jetzt für mich, hier in meinen Let's Plays, wenn ich das nicht schon wieder, das passiert ja auch oft, dass ich was sagen will und es dann wieder, morgen schon wieder vergessen habe, dass ich das like Gustav gesagt habe und dann ist es schon wieder weg. Aber nun gut, ich werde das jetzt immer like Gustav nennen, wenn ich richtig Glück habe, ja, wisst ihr Bescheid. Nicht, dass ihr euch wundert, was für ein Gustav und wo der Gustav herkommt und ob das irgendein Tier ist, ob das irgendein Politiker ist oder was weiß ich was. Obwohl Politik voll lustig ist manchmal, finde ich. Also diese Bundestagsdebatten. Wenn ich da heute, haben wir wieder so kurze Ausschnitte in diesem Film, waren ganz kurze Sätze immer von denen dabei. Das ist so lustig, wenn die sich da immer anschreien. Das kann nicht sein! Wir müssen auf jeden Fall durchsetzen, dass der Steuersatz gesenkt wird! Denn die netten, was weiß ich was hier, Kollegen von der Grünen oder von der DPD, ne, DPD ist was anderes, eine Nachrichtenagentur, glaube ich, die wissen nicht, wie das abgeht und es kann nicht sein, dass die Atomkraftwerke länger am Laufen bleiben, wie auch immer, oder ne, Laufzeiten verlängert werden. Ich finde das auf jeden Fall immer lustig, wenn die sich da anschreien und wegargumentieren und dann immer nur die Opposition für ihre Leute klatscht und dann die anderen für die Leute. Das ist ja irgendwie, da haben wir letztens, wo haben wir denn dann noch drüber gesprochen? Ich glaube sogar in Sovi haben wir darüber gesprochen, würde zumindest Sinn machen, dass es ja gar nicht mehr so ist, dass im Bundestag die Politiker versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen, sondern die machen da ja mehr Entertainment und einfach nur Show und erzählen da halt irgendwas für die Bürger eben auch, damit die ja, den natürlich den Kandidaten ihrer Wahl wählen, ne? Und, ja, ne, im Prinzip sollte das ja argumentativ sein und ich habe es noch nie erlebt oder noch nie halt in den Medien erlebt, vielleicht gibt es das im Einzelnen, aber dass während einer Bundestagsdebatte jemand von der Opposition oder jemand von der Regierung, wenn die Opposition gesprochen hat, der sich überzeugen hat lassen, ja, dass er gesagt hat, oh, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ein gutes Argument. Sie haben recht, das habe ich noch nie gehört. Aber das wäre doch eigentlich auch mal, also das wäre doch eigentlich sinnvoll, sage ich mal. Denn was, ich kann auch keinen Politiker gebrauchen, der stur auf seiner Meinung beharrt. Da brauche ich auch keinen, da kann ich ein Blatt dahinstellen oder so ein PC, der mir, diesmal, Alter, war das knapp. Da brauche ich doch keinen Politiker, der auf seiner Meinung beharrt. Für mich muss sich dieser Mensch Gedanken über das machen, was er vor die Nase gesetzt bekommt. Also sprich mit der Argumentation der Grünen oder so. Oder der Linken muss sich dann ein Mann von der SPD auseinandersetzen. Oder der CDU oder der FDP oder wem auch immer. Und wenn er feststellt, ja, so Unrecht haben die gar nicht. Und das auch merkt und merkt, dass er einen Fehler vielleicht hat, dann soll er das doch auch zugeben. Ich meine, das für mich zeigt das Stärke oder für mich zeigt das, dass das ein guter Politiker ist, da er ja reflektiert und wirklich versucht, das bestmöglichste, rational logischste irgendwie rauszuhauen und nicht irgendwas da rauszuhauen, ja, was ihm halt gerade in den Sinn kommt oder was vielleicht einzelne Leute innerhalb der Partei auch bestimmt haben und wo die dann sagen, yo, das ist unser Kurs, so machen wir das jetzt, ist eigentlich vollkommen schwachsinnig, weil der Mann von der SPD, der hat sogar ein ganz gutes Argument angeführt, da können wir auch eigentlich nichts gegen sagen, aber wir konstruieren uns jetzt was dagegen und ja, finde ich blöd irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich blöd. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mit der Maggie hier mal weiterkommen, ansonsten finde ich das nämlich auch ganz schnell blöd, was wir hier veranstalten, denn dann leben wir nicht mehr lange.
So, komm mal her. Hopp, bam. Okay, das sieht schon wieder besser aus. Also in den Goldräumen. Relic ist jetzt nicht schlecht, ne? Also da gibt es Schlechteres als das Relic. Aber wir haben halt im ersten richtig nice den Dornbuschkranz gehabt. Oder wie man den jetzt auch nennen will. Ja, danke. Danke! Entschuldigung, Leute. Aber ab und zu muss ich mich auch nochmal aufregen. Ja, sauber, da ist er reingelaufen. Na. Ja, und dann wollte ich da runtergehen und dann geht das nicht, weil ich zu sehr an der Klippe stehe. Toll. Gut, Kevin, gut, 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 gut. So, komm her jetzt. Ja, nice, nice, nice. Na, schön. So geht das. Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Ja, das sind ja mit meinen Lieblingsgegner. Diese Masken, die habe ich ja wirklich außerordentlich gern. Ich weiß auch, oder ich verstehe gar nicht, wie man die nicht gern haben kann, diese Masken. Die gefallen mir persönlich ja sehr gut, ne? So, komm jetzt, geh kaputt. Zack, dankeschön. Boah, ich muss echt aufpassen hier. Ich muss echt aufpassen. So, wuhu, wuhu. Nice. Und ich gehe mal rein, vielleicht haben wir noch ein Herz irgendwo. Oh. Frage ist, bringt es das? Ich glaube, es bringt, das Book of Revel würde es nicht bringen. Selbst wenn wir jetzt noch Geld finden würden. Ich glaube, da sind wir mit dem roten auch ganz gut bedient. Weil wir kriegen... Ja, wir kriegen von den Aufladungen her, sind wir, glaube ich, sogar besser bedient mit dem, was wir momentan haben. Und zwar mit unserem Dingens, weil, mit dem Relic sogar. Weil wir haben ja das Relic und wir haben ja, aua. Ja, wir haben aua, das haben wir gerade auch. Ja, lecker. Ihr seid solche Hassbrocken, ne? Ich hasse euch! Diese komischen... Was sind das eigentlich für Viecher? Satan. Satanisten. Satan. Lucky Foot. Jetzt kriege ich Lucky Foot. Oh, wofür? Mehr Glück im Itemraum, sagst du? Hm. Ich glaube wahrscheinlich mal eher wieder nicht. Ja, danke. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Ja. Ah, okay, okay, okay. Das war recht nice. So, dankeschön. Was haben wir hier? So. Auch nice. Das war knapp. So, das haben wir auch. Das auch. Leute, Leute, das ist schon wirklich nicht ohne hier, diese Isaac-Sache. Und da kommen wir erst... Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, da werden wir niemals reingehen. Es wäre zumindest sehr riskant. Obwohl wir hier viele Herzen liegen haben, dass... Obwohl, es geht. So riskant wäre das gar nicht. Schließen wir erstmal den Quatsch hier oben ab. Würde ich sagen. So, ach du Scheiße. Schon wieder ein Herz. Ja, so mit den Herzen. Aber, oh, das ist immer so knapp. Ja, das ist ganz... Das ist ganz fundamental, elementar toll hier. Ja, wow, nice. Like Gustav. So, okay, was haben wir hier oben? Ein Ghost Baby. Ja, ist jetzt auch nicht so wirklich das, was ich mir erträumt hatte. Wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, wir stehen nicht gut da, Leute. Wir stehen echt nicht gut da. Gerade auch im Hinblick auf den Isaac stehen wir alles andere als gut da. Muss man mal ganz ehrlich so... Muss man mal leider Gottes ganz ehrlich so formulieren, dass wir nicht gut dastehen.
Weil was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben doch wirklich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Wir haben nur das Dorn-Ding, aber wie gesagt, das macht so wenig Damage im Vergleich zu anderen Item-Kombinationen, die man hätte kriegen können noch. Das ist wirklich gar nichts. So, komm her. Ja, ein bisschen macht es schon, ne? Aber es ist so wenig. Es ist so fucking wenig im Prinzip. Was soll man da machen, Leute? Soll man vom Kino reden? Geht ihr oft ins Kino? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt aufs Kino gekommen bin. Aber wie ist denn das bei euch? Geht ihr oft ins Kino? Ich gehe leider nicht so oft ins Kino. Ich würde teilweise schon, ja, doch mal mehr gerne gehen. Aber irgendwie, Zeit ist ja immer Mangelware. Gerade während der Schulzeit dann. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie gehe ich nicht so oft ins Kino. Auch wenn ich eigentlich das sehr interessant finde, Filme zu gucken. Also, ne? Ich finde Filme sehr interessant. Wer findet das nicht? Okay, es gibt auch einige, die finden echt, die sagen, hey, Filme sind scheiße. Die sind so unrealistisch. Ja, die sind so unrealistisch. Die sind doch voll realistisch. Grafik hat den besten Film. Jo. Natürlich, Kevin. Grafik hat den besten Film. Das kennen wir ja alle, dass Grafik den besten Film hat. Nee, aber Filme haben doch die beste Grafik. Da kann man doch echt nichts sagen. Das ist nicht so wie bei einem Spiel, dass du da sagst, ey, guck mal, das kaufe ich ja nicht, da ist die Grafik scheiße. Nee, der Film hat eine gute Grafik. Da kann man nichts sagen. So, komm her. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass die Spiele, die zu einem Film rauskommen, oft echt ein bisschen, naja, wie soll ich das jetzt sagen, zu wünschen übrig lassen. Sagen wir es mal so. Also ich habe damals das, die Unglaublichen gespielt für ein Gamecube. Und das habe ich nie zu Ende gespielt, weil es irgendwie, ach du Scheiße, warum bin ich da reingegangen? Weil es irgendwie nie, ich fand es nie so toll. Es war nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich habe es irgendwie ab, aua, meine Finger sind eingeschlafen beim Zocken. Das ist natürlich auch gut, Moment. Ich habe immer so übelst Durst nach Sport. So. Nee, wie heißt es? Irgendwie hat es mich nie so dermaßen in den Bann gezogen, dass ich da jetzt so gedacht habe, boah, du musst suchten. Nee, das wirklich nie. Aber ich finde nach wie vor RPGs immer noch richtig geil. Oder in dem Stil eben. Und deswegen hier dieses Ice Origin, wo ich die Demo im Livestream angezockt habe. Der Nexus, ja, böser Nexus, hat mich jetzt dazu gebracht, mir das zu kaufen, also dass ich mir das kaufe, weil der hat da erzählt, der hat sich das gekauft, die Vollversion, und ja, hat, oh scheiße, Mikro gehittet, hat er angefangen zu zocken und ich denke mir so, boah, ich will auch, und ja, jetzt habe ich es gekauft, sauber, hier ist der Laden, den ich haben wollte, das ist mein Laden. Oh, das wird jetzt aber schon ganz schön risky. Ich glaube, wir machen das auch anders, als ich das erst gedacht hatte. Ja, wir machen das ein bisschen anders. So. Wir machen das so. Und jetzt passt mal auf. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich versuche, das zu machen. Wie ich versuche, ja. Betonung liegt wirklich auf. Ach, du bist so dumm, Kevin. So, ich hatte nämlich die Angst, dass ich da irgendwie großartig Schaden krieg. Und da ist eine Tüte Milch. Bam. Eine Tüte Milch. Eine Tüte Milch. Ah, ich habe keine Bomben mehr. Das ist schön. Da habe ich schon alles verbombt. Das ist sehr gut natürlich. Auch gerade für spätere noch The Womp und so. Da ich schon alle Bomben weggemacht habe. Das ist natürlich mal wieder eine grandiose TT-Taktik hier, die wir hier sehen heute. Der größte Scheiß, aber okay, warum nicht? So, da geht er heulen. Wie heißt der eigentlich? Chop heißt der, ne? Ja, der heißt Chop. Ah, oh, mein Freund, der Piep. So, komm her, Piep. Go away. Ich hasse dich. Stirb. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Wie viel hält ihr denn? Ja. Wollte gerade sagen. Yay! Und ein Seelenherz. Okay, dann können wir nämlich jetzt noch ein paar Herzen sammeln. Ein paar rote. Wir haben ja hier zum Glück noch welche liegen.
Deswegen war das eigentlich ein, ja, recht guter Deal. Also Herzen haben wir genug, eigentlich. Nur, es mangelt uns wirklich an Items. Wir brauchen irgendwas noch an guten Items. An Damage-Items, an von mir aus auch Shot-Speed oder sowas. Damage per Second. Ist eigentlich auch im Grunde schon in Ordnung. Mom's Knife wäre natürlich mal wieder der Oberhammer. Wenn wir jetzt Mom's Knife bekommen, Leute, dann... Pff, holla die Waldfedern, Gnade Gott dem Gnadigen. So, ich gehe nochmal einen spenden, zack. Und dann gehen wir nochmal hier rein und finden ein Rüstungsherz. Und dann gehe ich nochmal einen spenden. Und dann gibt er mir nichts und dann mache ich eine Bombe. Und dann... Bing, und kein Herz. Jetzt habe ich so viel Schönes gespendet und er gibt mir kein Herz. Nun gut. Auch Automaten haben ein Leben und sind teilweise fies. Nekropolis sind wir, ne? Das heißt, wir sind schon bei der Mutter. Ach, du lieber Gott. Das heißt, wir kriegen jetzt unser letztes Item irgendwie noch. Und oh, ich glaube nicht, dass die Mutter Moms Knife gibt. Ich glaube, das hat die noch nie gemacht. Nun gut, dann wollen wir uns mal mit dem Blagenkind der Mutter hier rumschlagen. So, wir haben ja... Ja, okay, wir machen schon... Ja, das ist gut, der haut vor uns ab. Und da, ja, das ist eine gute Kombination. Wir haben ja noch einen Cube of Meat. Das ist jetzt, ja, das ist natürlich Schwachsinn jetzt. Ja, okay, das ist auch ganz gut. Wir haben Cube of Meat ja noch dabei. Der macht ja auch ein bisschen Schaden. Oder so ein Squeezy. So ein Squeeze-Dingen wäre auch geil. Damit könnte man auch schon mal... Das, ah, das war jetzt nicht so gut, dass wir... Der jetzt spawnt noch so ein Ding. Obwohl, die Fliege ist gespawnt dafür, oder? Ja, aber die Fliege ist jetzt auch tot. So, komm. Ja, und er zieht mir noch was ab und ich krieg Range. Oh, was will ich denn mit Range? Ganz im Ernst, Leute. Was will man denn mit Range? Oh. Und jetzt haben wir die Räume, wo wir immer einen abgezogen bekommen. Ja. Ich töte mich gleich selber. So eine Scheiße, hier habe ich keinen Bock. Nee, aufgegeben wird nicht. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Nicht mein Tag in Isaac. So. Ja. Und ein Schlüssel. Ich hätte gern... Oh, ist das... Komm, wir versuchen es. Vielleicht ist es eine Full Health. Bringt mir eh nichts. Ich sehe es. Ja, ist eine Bad Guess. So. Immerhin sind wir da jetzt wieder heile rausgekommen. So. Komm. Ja, nice, nice. So möchte ich den Hasen laufen sehen. Da fällt mir ein, ich muss unbedingt mal wieder dieses... Erkennt das Maulwurf Company? Das ist ein richtig hammer, nice, geil, gutes Brettspiel, finde ich. Das muss ich mal wieder spielen. Das habe ich schon lange nicht... Vielleicht mache ich da mal wieder ein Let's Play Real Life mit meinen Schwestern von... Ich glaube, das wär mal eine Idee vom Maulwurf Company. Mal gucken. Oh, das war knapp jetzt. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, recht nice. Weil Maulwurf Company macht echt Bock. Also mir macht Maulwurf Company Bock. Wisst ihr, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht. Ich weiß nur noch, dass es diese Maulwürfe gab. Die müssen immer runter, glaube ich. Und am Ende gibt es die goldene Schaufel ganz unten. Und die muss man eben erreichen. Ja. Und sauber. Seelenherz. Balls of Steel. Ball of Steel. Balls. Okay. Aber jetzt sind wir in The Womp, Leute. The Womp ist kein Zuckerschlecke. Kein Zuckerschlecke für die Schlecken. Ihr Schnecken. Komm her. Es ist im Übrigen noch gar nicht unser letztes Item gewesen bei der Mutter. Wir kriegen ja hier noch eins. Fällt mir gerade mal so ein. Ihr merkt schon, ich bin vielleicht ein bisschen verballert. Ich bin auch ein bisschen ruhiger, glaube ich. Ja, also tut mir leid, wenn ich heute nicht ganz so viel quatsch, aber ich bin echt ein bisschen deppert im Kopf. Nee, ich bin ein bisschen ver... Wie soll man das nennen? Ver... Nicht verwirrt, das bin ich nicht. Müde nennt man das. Jetzt fällt es mir ein. Ja, ich war gestern aber auch... Also ich musste um 6 Uhr aufstehen. Ich habe ja dreimal die Woche habe ich um 10 erst Schule, also zur dritten Stunde. Das ist montags, donnerstags und freitags. Und Dienstag und Mittwoch ist dann halt immer ein bisschen blöd, weil da muss ich dann um 6 aufstehen. Normalerweise die anderen Tage stehe ich so zwischen 7 und 8 auf.
dann die ich um 10 habe zur dritten und ja, ist halt immer ein bisschen blöd dann und dann war ich gestern auch nicht ganz so früh im Bett, wie ich eigentlich wollte. Ja, weil das ein oder andere halt noch dazwischen gekommen ist und ja, ne, dann ist man halt schon mal ein bisschen später. Und dann konnte man nicht einschlafen, weiß der Geier, Moment, gestern war Montag. Ja, eigentlich habe ich das Einschlafproblem, wenn nur sonntags, weil ich eben Sonntag ein bisschen länger schlafe. Und dann, ja, ist das halt montags teilweise ein bisschen schwierig. Mit dem Einschlafen. Und ja, irgendwie konnte ich gestern nicht einschlafen. Und das kam eben noch dazu und deswegen habe ich irgendwie nur 5 Stunden geschlafen oder so. Und dann eben heute volles Programm und dann ist der TT auch schon mal müde. Aber ihr könnt mir noch was machen. Und zwar hatte ich mal wieder überlegt, so ein bisschen was neue formatmäßig, irgendwie neue Projekte, die man ansteuern könnte. Und ich habe da teilweise schon was im Kopf. Die eine oder andere Idee. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch noch irgendwie eine Anregung. Beziehungsweise mache ich, wenn ich Anregungen brauche oder wenn ich mir, was heißt brauche, sondern wenn ich überlege, was kann man noch machen und gerade, weiß ich nicht, jetzt schon alles mir so gedacht habe, was ich irgendwie denken konnte, gedacht habe, ne? Ja, dann versuche ich mir manchmal noch Anregungen zu holen und zwar geht das nur mit, wenn man ein paar Leute irgendwie hat. In der Schule manchmal mache ich das dann irgendwie, wenn wir irgendwelche Kunstprojekte hatten, habe ich das dann mit 2, 3 Leuten gemacht. Aber jetzt habe ich ja hier ein paar Leute, die gucken. Und wenn ihr bis zu dieser Stelle hier gekommen seid, dann, ja, könnt ihr nun an meiner Anregungstechnik, oh, da ist Squeeze, Squeezy, teilnehmen. Und zwar folgendes, Leute. Schreibt mir in die Kommentare ein Wort, und zwar irgendein Wort, was euch gerade durch den Kopf geht. Irgendeins. Es ist egal, was, irgendein Wort, was euch gerade durch den Kopf geht. Und ja, das bringt mich meistens, diese Wörter, die dann da entstehen, die bringen mich meistens auf irgendwelche Ideen. So ist wirklich, ohne Witz, das ein oder andere Kunstprojekt nämlich von mir schon entstanden. Dass ich einfach Leute gefragt habe, sagt mir mal drei Wörter, da habe ich dann 3 Leute gefragt, die mir 3 Wörter sagen sollten, aber ich habe ja genug Leute so, dass ich glaube, dass man da auch einfach mal jeden von euch ein Wort sagen lassen kann. Und ja, dann habe ich das aufgeschrieben und habe mir dann da zum Beispiel eine Bildkomposition draus gemacht. Und habe mir gedacht, okay, ja, machen wir das mal, ne? Weil manchmal hatte ich da irgendwie nicht so die richtigen Ideen dann oder hab mir gedacht halt eben wie jetzt, was kannst du noch machen oder gibt's vielleicht noch irgendwas Schönes und ja. Deswegen, mal gucken, vielleicht ist da ja das ein oder andere Wort dabei, bei dem ich mir denke, boah geil, da machst du was. Und dann baue ich das irgendwie irgendwo mal mit ein. Der ist, denke ich, eine ganz interessante Sache. Deswegen, also, wenn ihr ein Wort habt oder euch geht bestimmt gerade irgendein Wort durch den Kopf, dann haut auf jeden Fall rein. Schreibt es in die Kommentare und mal gucken. Vielleicht ist euer Wort ja dabei beim Wort des Jahres 2012, was weiß ich, vom Weltuntergang. Übrigens, ich weiß, es hatte gestern, glaube ich, einer in die Kommentare geschrieben, von wegen, die Maya hätten nie was davon gesagt. Ja, das weiß ich, ne? Also, wer ja meine Videos ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich ja wirklich einer der Leute, der Maya, ne, der immer sagt, dass man dem Maya ja Unrecht tut, wenn man sagt, sie hätten gesagt, die Welt geht unter, ne, das haben sie ja definitiv nicht gesagt. Zwischen, es wird eine Zeit der Veränderung auf uns zukommen oder es ist etwas im Wandel und die Welt wird untergehen, sind ja nun mal immer noch ein paar Welten, sag ich mal. Ich würde sogar sagen, das kann man wirklich ein paar Welten nennen, weil manche bauen da wirklich ein paar Welten zwischen ein. Mit Dingen, die gar nicht da sind und die nie gesagt worden sind. Aber was ich lustig finde, weil einige Esoteriker ja, die gehen ja davon aus, dass am 21.12. da werden die Aliens landen, die Raumschiffe und so. Jetzt habe ich mir aber mal gedacht, also ich glaube da nicht dran, dass hier irgendwelche Aliens landen am 21. Aber nun gut. Aber ich habe einfach mal, das mache ich öfter mal, so ein Gedankenexperiment gemacht. Und zwar, wie wäre das denn, wenn wirklich mal UFOs landen würden, und zwar in dem Style, so wie von V, die außerirdischen Besucher kommen. Ja, wer das kennt, dass wirklich die Raumschiffe so riesengroß sind und erstmal über bestimmten Städten schweben und die dann irgendwann mit der Menschheit reden wollen und, ja, dann, ne, eben die reden und dann wollen die uns unsere Hilfe anbieten und dann infiltrieren sie uns und dann machen sie uns kaputt und ja.
Nee, das habe ich mal einfach als Gedankenexperiment angestellt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das irgendwie schon ziemlich scheiße wäre, wenn es wirklich irgendwann mal Aliens geben sollte, oder was heißt Aliens, also Außerirdische, dass es die gibt, ist ja relativ wahrscheinlich, aber dass die uns irgendwann mal besuchen kommen. Irgendwie fände ich das richtig scheiße, weil ich weiß nicht, wenn ich da so drüber nachdenke, glaube ich, dass die nichts Gutes im Sinn haben können, weil warum sollten die kommen? Warum sollte der Mensch durchs Weltraum fliegen, ja? Bestimmt nicht nur, um mal zu gucken, was so los ist irgendwo anders, sondern ja auch, um zu gucken, wie kann man denn das, was man da gefunden hat, für sich nutzen. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann glaube ich nicht, dass wenn der Mensch es schaffen würde, auf andere Planeten zu reisen, dass er dann so nett wäre und den Leuten da erstmal helfen würde, weil kostet ja auch ein bisschen was an Ressourcen und Energie, da mal eben hinzufliegen. Sondern ich glaube, der Mensch würde hingehen und würde versuchen, diese Leute auch mehr oder weniger auszubeuten. Und ich glaube, wenn Außerirdische mal hier hinkommen würden, würden die, glaube ich, ähnliche Gedanken haben. Die kommen nicht so in, wir sind die Friedensbringer. Nein, nee, ich glaube, das sind eher so die, wir sind die Friedensbringer, wir sind ganz nett. Und hinten, wir machen euch kalt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, also ich glaube, das wäre nicht so optimal, wenn irgendwann mal außerirdische Wesen auf unserem Planeten landen würden. Aber ist eine interessante... Ja, ein interessantes Gedankenexperiment, finde ich mal. Einfach darüber nachzudenken, wie fände man das eigentlich, wenn das wirklich passieren würde und welche Konsequenzen hätte das? Also meiner Meinung nach, die können mir erzählen, was die wollen, aber ich bin der Meinung, Außerirdische können nichts Gutes im Schilde führen. Die kommen, weil sie irgendein Problem haben. Entweder selbst Ressourcenknappheit oder so. Oder was weiß ich. Und es ist nun mal Fakt, wenn es Außerirdische geben sollte, also... Wenn es Leute gibt aus dem Weltraum, Lebensformen, die hier landen. Leute, die sind uns auf jeden Fall, da gibt es gar keine Diskussion, sind die uns ja technologisch voraus. Weil wie sollten die es sonst schaffen, sich durch den Weltraum zu bewegen, wenn wir das nicht schaffen, ja? Wenn wir technologisch mit denen auf einem Stand wären, können wir uns dann auch durch den Weltraum bewegen. Und eine technologisch höher entwickelte Zivilisation unterdrückt eine technisch nicht so hoch entwickelte Zivilisation auf jeden Fall. 100%. Da würde ich mein Leben drauf verwetten, dass das so ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da eine Chance hätten. Also da müssten wir gucken, dass wir die irgendwie mit unseren Waffen wegkriegen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Technologie von solchen dann so weit gehen würde, dass sie Atombomben aushalten oder so. Keine Ahnung. Wäre aber auch mal eine interessante Überlegung. Wie weit könnte das gehen? Zum Beispiel so Sachen wie Antigravitation. Das gibt's ja bisher nicht. Also, ne, man weiß nicht, ob das geht, beziehungsweise man vermutet, es geht nicht. Aber, obwohl, was heißt, man vermutet, es geht nicht. Ich glaube, in irgendeiner Theorie ist das bestimmt als Nebenprodukt möglich. Und ich glaube auch, warum sollte es nicht möglich sein, Antigravitation einzusetzen? Beziehungsweise irgendwie die Schwerkraft umzukehren. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Und ich glaube, eines Tages werden wir als Menschen das auch beherrschen, diese Technik. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Aber das finde ich sau interessant. Also, wenn ich eins noch erleben möchte, was technischen Fortschritt angeht, dann wäre es sowas wie SAO. Ja? Wenn ich sowas erleben dürfte, wäre das mega geil. Oder eben solche Flugtechnik im Sinne von, wir fahren nicht mehr mit Autos, sondern mit Flugzeugen. Denn Fliegen ist einfach, keine Ahnung, mega geil. Also ich kann mich an den ein oder anderen Traum erinnern, in dem ich geflogen bin. Das ist ja immer sehr lustig. Im Traum kann man ja alles auf einmal. Da ist man Superman. Und ich kann mich an den ein oder anderen Traum erinnern, wo ich irgendwie fliegen konnte. Und dann hier irgendwie so über die Straße fliegen konnte. Und das ist doch mega geil, ey. Das ist so Hammer einfach. Man kann sich ja, wenn man sich an Träume erinnern kann, kann man sich ja teilweise auch an Emotionen erinnern, die innerhalb dieser Träume aufgetaucht sind. Obwohl, das finde ich auch so krank irgendwie. Ich meine, überlegt doch mal bitte. Ja, ihr seid in dem Traum und innerhalb dieses Traums könnt ihr Emotionen spüren. Es ist alles real im Prinzip. Es gibt ja teilweise die Träume, in denen ich gar nicht mehr klargekommen bin. In denen ich gedacht habe, ich träume. Und das sind eh die gruseligsten überhaupt. Ich habe gedacht, ich träume in einem Traum mal, das weiß ich noch. Und habe mich sozusagen im Traum, habe ich getestet, ob ich träume. Also sozusagen Traumception, ja. Und ich bin im Traum zum Schluss gekommen, dass ich nicht träume. Und das war das Strangeste, das Verrückteste, was ich je geträumt habe. Und dann habe ich irgendwas gemacht und so und irgendwann bin ich aufgewacht. Und da war wirklich an dem Tag dann so, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt hast du schon die Hälfte des Tages rumgehabt, jetzt musst du nochmal machen. Wisst ihr? Das war so absurd einfach alles.
Aber irgendwie auch interessant, finde ich. Wir nehmen nur das halbe Herz mit wegen Polaroid. Aber irgendwie finde ich es auch interessant, dass man wirklich so eine Traumception dann manchmal hat. Aber es gibt ja halt auch hier Sigmund Freud, war ja da auch führend, der gesagt hat, die Träume haben etwas zu bedeuten. Und also nach Sigmund Freud hat ja liegt jeder Ursprung eines traumatischen Erlebnisses ja in irgendeiner sexuellen Vergangenheit, die nicht verarbeitet worden wurde, ist, wie auch immer. Na gut, das ist ja heute, sieht man das ja ein bisschen anders. Aber Sigmund Freud war ja ein sehr wichtiger und entscheidender Mann in der Psychoanalyse. Ah, das ist hier, das ist nicht mein Raum hier. Das ist wieder so ein Scheißraum, ist das wieder. Das ist nichts für mich hier. Das ist eindeutig nichts für mich, der Raum. Ja, ich glaube, ich verliere da auch jetzt ganz gut. Ja, ich bin jetzt gleich tot. Nein, Leute. Ich glaube, heute wird unser Isaac-Tag nicht so erfolgreich. Oh, Seelenherz. Und ein halbes habe ich bekommen durch Killziel, glaube ich. Huh. Okay, das wird jetzt spannend. Ja, deswegen. Also, Traumdeutung, ich weiß nicht, ob ich da... Also, ich glaube schon... Also, so, nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand ist es ja so, dass Träume ja das verarbeiten, was man am Tag erlebt hat, beziehungsweise gerade auch das beinhalten, was einen sehr beschäftigt hat. Und das glaube ich auf jeden Fall, das ist ja, glaube ich, wissenschaftlich mehr oder weniger auch relativ sicher. Und ja, manchmal findet man das ja auch wieder. Ich habe zwar jetzt kein Beispiel, aber ich meine... dass ich mal Träume hatte, bei denen ich gedacht habe, ja, das ist bestimmt, weil, keine Ahnung, gestern das und das passiert ist oder so. Und ich glaube, deswegen ist der Schlaf auch so wichtig. Der Schlaf ist... Ja, warum ist der Schlaf wichtig? Ich glaube, der Schlaf ist gar nicht mal so wichtig, weil der Körper irgendwie die Energie... Obwohl, das weiß ich jetzt nicht, wie das biologisch ist. Vielleicht wisst ihr das besser, ihr könnt mich ja aufklären. Ich glaube aber, persönlich gesagt, nicht mal, dass der Schlaf so wichtig ist, weil der Körper irgendwie Energie... braucht, weil die kann er sich ja eigentlich immer nehmen, die Energie. Was ändert der Schlaf dadurch? Sondern ich glaube, dass der Schlaf so wichtig ist, um eben die Informationen im Kopf, die Erlebnisse, die Sinneseindrücke mal zu verarbeiten und zu ordnen. Ja, die irgendwo abzuspeichern, das alles so schön zu ordnen. Und ja, doch, wahrscheinlich auch, um mal die Leistung des Körpers eben runterzufahren und mal ein bisschen auf Sparflamme zu schalten. Okay, natürlich, das wahrscheinlich auch. Wie im PC im Prinzip. Also ich finde, man kann den Menschen sogar relativ oft mit einem PC wirklich vergleichen, das Gehirn. Ja, zwar arbeitet das Gehirn nicht mit 1 und 0 nur irgendwie, aber ich glaube, dass der größte Unterschied zwischen dem Gehirn und einem PC im Prinzip die Intuition ist, die ein Mensch hat. Wir können ja Probleme, und das ist eigentlich auch unser großes Plus gegenüber einem PC, oder also das, ne, unser Gehirn hat das große Plus da dem gegenüber. Weil das Gehirn Entscheidungen und Dinge analysiert und dann intuitive Entscheidungen trifft. Ein Computer berechnet das mit Algorithmen und so weiter. Der berechnet, berechnet, berechnet. Und wir können irgendwie so intuitiv eine Entscheidung treffen, vom Gefühl her. Ja, wir denken so, ja, wir können das abschätzen, besser abschätzen. Und wir schätzen das, glaube ich, nicht ab, indem wir irgendwelche Rechnungen anstellen. Vielleicht auch irgendwie geringfügige Rechnungen im Kopf. Das weiß ich jetzt, ehrlich zu sein, auch nicht, inwieweit der Mensch da jetzt genau irgendwelche... Leute, geht's mir schon so ein bisschen auf den Sack, ne? Da weiß ich, um ehrlich zu sein, echt nicht, inwieweit der Mensch da jetzt welche Rechnungen wie genau im Kopf anstellt und ob überhaupt. Aber wir können eben Dinge intuitiv schalten. Das Beispiel von meinem Mathelehrer, von meinem früheren, war... Berechnen Sie doch mal die beste Fahrerroute zwischen den Hauptstädten der Bundesländer von Deutschland. Sagt er, das ist ein Problem, das kann man mit einem PC nicht lösen. Das kann der PC nicht rechnen. Da braucht er zu lange für, ja? Also das geht nicht. Sagt er, aber wir intuitiv würden sagen, ja, das und das ist die kürzeste Route. Und das ist es eben. Wir können diese Entscheidungen oder Dinge analysieren und dann intuitiv etwas darüber aussagen, was wahrscheinlich der tatsächlich kürzesten Strecke in dem Fall auch schon recht nahe kommt. Und ein PC kommt da eben nicht weiter, weil er das nicht rechnen kann und das nicht verarbeiten kann. Und ja, das ist, glaube ich, so wirklich mit der größte Pluspunkt zwischen unserem, also der größte Pluspunkt unseres Gehirns. Diese intuitiven
Lösungsverarbeitungen und Entscheidungen, die wir treffen können. Aber das ist ganz interessant, finde ich. Deswegen, also ich habe ja auch mal überlegt, so Gehirnforschung oder sowas, boah, das würde mir auch übel Bock machen, aber ich habe jetzt schon kein Bio genommen. Da ist schon mit Gehirnforschung eigentlich nicht mehr so gut. Ja, was heißt nicht mehr so gut? Man muss ja nicht Bio nehmen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man Bio gehabt hat, in sowas einzusteigen dann hinterher, als wenn man jetzt, obwohl Physik ist da auch nicht schlecht, glaube ich. Ganz ehrlich gesagt, also Physik kann man auch einiges mitmachen. Die Mediziner müssen ja zumindest, müssen die Mediziner Physik haben? Ne, medizinische Physik muss, ja, das ist ja auch klar, medizinische Physik ist ja wieder, ich glaube, teilweise müssen gewisse, je nachdem, welche Medizinrichtung man macht, muss man auch Physikvorlesungen machen in der Uni. Ich meine, ist ja auch klar, wenn du, wenn du jetzt hingehst und irgendwie, hier Krebs behandelst per Strahlentherapie, dann musst du natürlich schon, also wenn du da in diese Radiologie, Radiologie? Boah, ich weiß das nie, Leute, ich vergesse das immer wieder. Ist Kardiologie ist Herz, glaube ich. Kardiologie ist Herz, oder nicht? Doch, Kardiologie ist Herz. Ach du Scheiße. Ich lose. Ich lose, Leute. Ah, ich glaube, wir werden jetzt beim Isaac verrecken. Es tut mir sehr leid, Leute. Aber es ist dumm gelaufen teilweise. Ich habe mit Sicherheit mich teilweise auch dumm angestellt. Den will ich jetzt noch schaffen, aber beim Isaac werden wir sterben. Da müsste ich den Isaac ohne Treffer schaffen. Schaffe ich aber nicht. Dafür mache ich zu wenig Damage. Vielleicht kriege ich hier nachher noch ein Herz. Das wäre schon nice genug. Nee, aber wenn man da irgendwas mitmachen will, man muss ja wissen, wie die Geräte funktionieren, wie das dosiert sein muss, was da passiert. Leider wissen viele Ärzte das, glaube ich, auch nicht mehr, weil die alten Allgemeinmediziner schon irgendwie besser waren. Habe ich immer so das Gefühl. Komm, wir gehen einfach. Gut Glück, Leute. Auf gut Luck einfach mal. So, und das wird spannend. Ah, knapp, knapp, knapp. Knapp, 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 knapp. Knapp, knapp, knapp. Selbst wenn ich das hier noch schaffen sollte, ist bei der, spätestens bei der Engel-Stage ist Schluss und ich habe keinen Schutz außer dem Cube of Meat. Das ist wenig. Ich finde, ich schlag mich aber schon ganz gut. Also ich überlebe schon relativ lange. Dafür, dass ich nix habe. Ja, ich denke, mit der zweiten Stage können wir schon zufrieden sein. Dass wir die erreicht haben, ist schon echt fucking awesome. Aber mehr schaffen wir auch nicht, weil die Kollegen von den Engeln sind dann doch zu übel. Ja, das ist auch zu übel. Ja, die Hälfte. Immerhin, die Hälfte haben wir geschafft, Leute. Es tut mir leid. An diesem zweiten Isaac Day haben wir es nicht geschafft. Maggie ist dem Isaac zum Opfer gefallen. Aber guck mal, Dornpanzer gut, das ist gut. Leiter okay, das war beim Kleingeldmann. Das ist auch gut. So, Cube of Meat, ist das, glaube ich, oder ist das Cube? Ne, oder gar nichts, weiß ich nicht. Naja, braucht man nicht. Schuh braucht man nicht. Relic ist in Ordnung. Lucky Foot ist jetzt auch nicht der Bringer. Ghost Baby auch nicht der Bringer. Ne Milchdingens, okay. Marms Unterhose auch nicht der Bringer. Unser Space-Item mit dem Herz auch nicht so der Bringer. Ja, und Squeezy bringt auch nicht viel. Wir haben nur ein Damage-Item bekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das Ding hier, es macht Tears Up, oder? Und ein bisschen Damage, glaube ich auch. Nun gut, was soll's. Das war's dann von der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Morgen ist Mittwoch, da habe ich meine letzte Klausur hinter mir. Da bin ich so müde und dann geht's, denke ich mal, wieder ordentlich ab. Also, ja, in diesem Sinne, Leute, wünsche euch noch einen schönen Abend und sag mal, bis morgen, euer Table Tennis Gamer. Ciao.